So, wir sind jetzt draußen auf der Anlage. Aber bevor ich die Lok fahren lasse, habe ich erstmal die Schienen gereinigt. Wie ich das mache, sehen wir hier. Mit meinem Wischmopp anfeuchten und dann da drüber gehen. Und ratzfatz hat man die Schienen sauber. Und das sieht, das ist ganz einfach. Und wie man auch sieht, ist das Tuch richtig schön dreckig. Das heißt, der Siff ist erstmal runter von den Schienen. Die sind erstmal ein bisschen sauberer. Ich hoffe, dass die jetzt fährt. Werden wir gleich mal ausprobieren. So, die Schienen sind jetzt sauber. Da kommt ja schon der Schieneninspektor. Aida. Idi. So, die guckt natürlich erstmal, ob alles in Ordnung ist. Bei mir braucht sie nicht gucken, da ist alles gut. Also Schieneninspektor ist auch da. Dann können wir mal gucken, ob das Gerät jetzt fährt. Schauen wir mal. Schauen wir mal was. Mit den Weichen hatte ich eben noch mal so ein bisschen Probleme. Ich hoffe, das lag jetzt nur am Dreck. Ja, sieht schon etwas besser aus. Jetzt läuft sie drüber. Sehr gut. Schon mal gut aus. Ist ja auch klar, dass genau in dem Moment, wo ich jetzt ins Video mache, der Nachbar im Rasenmäher im Garten rumsausen muss, ne? Na toll. Ah, als ob er mich erhört hätte, macht er gerade eine Pause. Und die Lok allerdings auch. So, stopp. Jetzt müssen wir kurz die Weiche umstellen. So, überlegen. Zack, zack, Schaltbefehl. Das ist die 8, die 7 ist das. Oder noch nicht. Also das ist schon, schon mal. Jo, dann hat schon mal funktioniert. Und dann fahren wir mal weiter rückwärts. Oder auch nicht. So. So, da hinten habe ich ein paar Wagen abgestellt. So, mal gucken, ob das Gerät da anguckt. Jo, da sieht man es mal wieder. KD-Kupplungen sind immer was Feines. So, hat geklappt. Dann fahren wir mal vor. Oder nicht. Moment. Zack. Thank you.
So, das war's für heute. Danke fürs Zuschauen. Dir, Wolfgang, nochmal schönen Dank für die Inspiration zum Kauf dieser Lok. Bin super zufrieden. Bis demnächst und tschüss.